Neben mir Schauspieler Josef Heinert. Guten Abend, moin. Sowohl auf Bühne als auch am Bildschirm bekannt und erfolgreich. Ganz viele Hamburger Bühnen hast du schon gerockt und bist besonders bekannt als Kommissar Tiesler im Polizeiruf 110 Rostock. Das ist der junge Mann, der seinem Kollegen die Frau ausspannt. Das ist ja nun nicht unbedingt so als Nebenkommissar nur ein Stichwortgeber, ne? Das ist ja ein richtig heftiger Charakter. Wieso? Heftiger Charakter? Okay, möglicherweise lebst du dein Privatleben da aus oder ist das, gibt es da irgendwelche Parallelen? Ja, wo die Liebe hinfällt, also das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber weißt du was, es gab ja heftige Reaktionen seitens des Publikums und das hast du ja sogar schon erfahren. Also so ganz einfach war das nicht, oder? Ja, ich habe mir den, wo das rauskam, also die Folge habe ich mir im Grenier angeguckt und da kriegt ja mein Kollege Bukow, also Bukow wie Fakow, Charlie Hübner, raus, dass ich da was laufen habe, oder besser gesagt deine Frau mit mir. Und am Ende schießt er mich an. Also man weiß nicht genau, ob er das mit Absicht macht oder nicht. Auf jeden Fall hat das Publikum dort applaudiert. Das fand ich schon... Das, als du angeschossen wurdest? Als ich angeschossen wurde, ja, ja. Nicht als das rauskam oder als ich mit der Frau was... Nee, da nicht, aber... Als ich die Kugel abkriegte, der Gehörnte mich niederstreckte, doch, das hat ihm gefallen. Hast du das Lokal da verlassen? Haben die dich noch angesprochen? Nee, Gott sei Dank wäre ich ja nicht erkannt. Also da hatte ich Basecap, Brille, da kennt mich keiner. Okay. Und ansonsten war es aber immer durch die Haare zu erkennen, ne? Oder zumindest haben das ganz viele Zuschauer verbunden, dich mit dem langen Zopf. Ja, mit dieser Samurai-Frisur für Arme, genau. Das hatte ich, am Anfang hatte ich wirklich so lange Haare und dann musste ich es mir abschneiden und aus meinen eigenen Haaren wurde dann da ein Pfiffi gebastelt, den ich mir in stundenlanger Kleinarbeit auf den Kopf habe nähen lassen. Ja. Aber nicht selbst geklebt, sondern machen lassen. Ja, nee, das hätte ich nicht hingekriegt. Wie ist es am Set? Ist das eigentlich nett, einen Sonntagsabends-Krimi zu drehen? Also versteht ihr euch untereinander? Macht das Spaß? Macht das Bock? Du guckst, als könntest du dir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht. Doch, das macht Riesenspaß. Doch, das kann ich mir gerade vorstellen und ich will genau das hören. Macht Spaß. Wie? Ich glaube, das ist manchmal für Kollegen, die da hinkommen, ein bisschen schräg, weil wir da wirklich alle durcheinander reden und dann, nimm du doch mal den Text. Nee, der ist bei mir besser. Also das ist jetzt nicht so, naja, da hat man ein Drehbuch und jeder stellt sich an seine Marke und also da wird auch viel gern mal ausdiskutiert. Das ist, glaube ich, auch nicht so üblich und manchmal befremdlich für Kollegen, die da frisch reinkommen für den jeweiligen Fall. Aber wir machen das mittlerweile so und sind auch selber große Fans des eigenen Polizeirufs und ja, wollen einfach, dass das geil wird und haben da große Freude dran. Ihr seid dann auch mal umgezogen, Tatortreiniger, Stichwort Tatortreiniger, spielt ja eigentlich nach Hamburg. Da haben sich ein paar Leute gefragt, was tauchen da die Rostocker Kommissare auf? Da habt ihr Bjarne Mädel unterm Kleiderschrank hervorgekramt, ne? Ja gut, das ist ja, er muss ja in jeder Folge irgendwo im Schrank landen. Also das ist ja irgendwie Standard. Also da, bei uns ist der ihm dann auf den Kopf gefallen, genau. Ja, aber das hatte ja eine Vorgeschichte. Anneke und Charlie sind schon mal irgendwie da aufgetaucht. Ja, aber gut, also ich meine, da muss man ja beim Tatortreiniger auch nicht nach Logik gehen. Also in einer Folge müssen sie ständig reimen und keiner hinterfragt das. Also dann treten wir halt als Rostocker Ermittlerteam da auf und machen ihn zur Schnecke. Ja, muss man ja nicht päpstlicher sein als der Papst, oder? Du hast Rollen im Tatort, du hast im Großstadtrevier Kriminelle gespielt, Soko, Polizeiruf 110, bist du lieber der Cop oder bist du lieber der Kriminelle? Nee, ich bin schon lieber eher das Arschloch. Echt, warum? Lebst du da so eine geheime Seite aus? Wieso geheim? Nee. Lebst du da so eine offene Seite nochmal parallel im Job aus? Macht schon Spaß, scheiße zu sein. Das, ja, also, sonst ist das halt auch nicht so legal oft, aber... Also, meistens oder so, aber das macht schon mehr Laune, wenn man scheiße sein kann. Also ich meine, da so der Held auf dem weißen Pferd mit wehendem Haar und irgendwie die Prinzessin retten, das ist irgendwie langweilig. Und du so in Rosamunde Pilcher auf dem Landsitz vorm Kamin die Cousine küssen, ihr die Liebe gestehen, nein? Hat mich noch keiner gefragt. Anscheinend bin ich da nicht das Beuteschema der Schwiegermutti oder ich weiß nicht,
was man dafür mitbringen muss. Aber das, ja, irgendwie nicht. Scheine ich nicht mitzubringen. Warum bloß? Wir springen mal zurück. Du bist in Ostberlin aufgewachsen, dann im geboren, im Speckgürtel aufgewachsen. Wie kommt denn so einer zum Theater? Ganz einfach. Da geht man in die Theater AG, weil man da der einzige Kerl ist. So, und da sind die ganzen Schnitten und da ist man dann Hahn im Korb. Und deswegen geht man da hin. Und dann stellt man sich dann irgendwann mal auf so eine Bühne und macht so Quatsch, so Impro-Theater. Und plötzlich fangen die da unten alle an zu brüllen und zu lachen. Und denken, oh, das fühlt sich super an. Das will ich machen. Da gucke ich doch mal, wer mich da ausbilden kann. So. Und das war die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und ja, auch recht erfolgreich. Es gab zum Beispiel 2012 den Rolf-Mahres-Preis, heißt jetzt Hamburger Theaterpreis Rolf-Mahres. Ich habe schon gesagt, du hast einige Bühnen in Hamburg schon gerockt. Wenn du ja nicht entscheiden müsstest, aber was ist das Coole am Theater? Was ist das mit mehr Adrenalin oder ist das irgendwie aufregender? Jein, also man kann es halt überhaupt nicht vergleichen. Das ist halt live und 2 Stunden so am Stück irgendwas durchzurocken und nicht wegzukönnen. Die sitzen da, die, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute und die wollen jetzt was von dir. Die wollen unterhalten werden, entertained. Und dann, du kannst da nicht weg und du hast halt auch den Bogen. Wenn du es in der Mitte ein bisschen verkackst, dann kannst du das am Ende nochmal rausholen und so. Das geht dann vor der Kamera nicht so, aber man kann das ganz schlecht vergleichen. Dafür habe ich vor der Kamera irgendwie geile Sachen gemacht, die du auf dem Theater nie erlebst. Also deswegen würde ich beides nicht missen wollen. Zum Beispiel, hast du ein Lieblingserlebnis vor der Kamera oder auf der Bühne? Ja, ich habe mal den Schlagzeuger von Duff, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Robert Girl, Offbeat, so habe ich mir 3 Monate auch raufgeschafft, dieses scheiß Schlagzeug spielen. ja. Es kommen Reaktionen von der Bühne. Es war anstrengend. Ich, ja, auf jeden Fall habe ich es so Playback-mäßig ein bisschen hingekriegt, aber dann da zu stehen vor 2500 Leuten, die als Komparsen eingekauft sind und komplett ausgerastet sind, bloß weil er irgendwie ein Schauspieler so tut, als wäre er Robert Girl und so tut, als könnte er Schlagzeug spielen, das war schon affentittengeil, kann man nicht anders sagen. Das klingt so. Du bist auch Dozent an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Was lehrst du genau und warum? Wie bist du dazu gekommen? Warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Fragst du dich halt seit Jahren, warum tue ich mir das an? Ja, man kann halt andere Leute triezen und sagen, du machst jetzt das, was ich... Nee, also... ich mache die Aufnahmeprüfung. Da bewerben sich ja jedes Jahr irgendwie 800 Leute und wir haben aber nur 8 Plätze. Um die da auszubilden und es ist wirklich schwer, 8 Leute zu finden, die man gerne ausbilden möchte. Also, von 800? Ja, ist haarig, ehrlich. Da sitze ich dann in diesen Aufnahmeprüfungen und dann kriege ich sie meist erst am Ende wieder, wenn sie dann an die Theater vorsprechen gehen. Dafür braucht man Monologe, die müssen erarbeitet werden, da haben wir eine relativ kurze Zeitspanne. Und deswegen ist das auch in dem Sinne gar nicht wirklich eine pädagogische Arbeit, sondern ich... muss mit denen was vorzeigbar, ich muss sie verkaufen. Quasi wie so ein Gebrauchtwagenhändler, weißt du, wenn sie was nicht können, so die Dellen, die muss man irgendwie wegschmirgeln und das, was sie besonders gut können, das muss man ausstellen und dann sollen die gut aussehen, die sollen geil sein und die Theater und die Intendanten und die Dramaturgen und Regisseure sagen, ja, den will ich. Und das ist eine geile Aufgabe, das macht Spaß. Geil, das kannst du. Hast du privat noch irgendwie Zeit? Also ich weiß, dass du Innereien gerne isst. Das ist natürlich auch ein Hobby, essen zu gehen. Machst du irgendeinen Sport? Machst du irgendwas noch privat neben all der Arbeit? Ja, ich doch. Neben den Innereien. Ich wusste, dass das heute noch irgendwann kommt. Ja, doch. Ich melde mich einmal im Jahr für einen Triathlon an, hier Hamburg. Die olympische Distanz, komme ich leider zurzeit nicht so richtig zum Training, aber das und mein Aquarium.